Willkommen zurück zu einer fabulösen, grandiosen Folge. Habe jetzt neue Augen. Warum habe ich so komisch geredet? Ich habe irgendwas mit Locken erst gelesen. Lochkartenschlitz. 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 Lochkarte. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Mit Löchern drin. Lochkarte. Benutzen. Das war wohl die falsche Karte. War zu erwarten. Benutzen. Das war wohl die falsche Karte. Das war wohl die falsche Karte. Das war wohl unerwartet. Ich meine, es ist ja allein schon Game Design, dass man die Karte hier hinten hinlegt und da vorne den richtigen Weg hinmacht. Also das ist ja, finde ich cool. Ich mag Poki, der die Spiele macht. Hi. Dein Kopf ist falsch rum. Hey! Das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du willst Geschenke bringen oder den Schornstein fegen. Nicht, dass mich der Ruß stören würde. Das war der alte Herr Mantel. Der neue Herr Mantel genießt den Schmutz. Ah, Schmutz. Siehst du? Ist ein richtiger Genießer. Für dich immer noch Herr Mantel. Und falls du dich fragst, was ein Kleidungsstück wie ich in einem Kamin zu suchen hat, ich ruße, jawohl. Früher habe ich pingelig darauf geachtet, nicht schmutzig zu werden. Doch dann kam diese impertinente Person und wagte es, mich zu bekleckern. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Meine Kleidung ist schwarz und speckig, meine Socken sind nicht gebügelt und ich habe sogar Flöhe. Karin und Bertram. Ich würde sie dir ja vorstellen, aber sie schlafen gerade. Also außerdem habe ich noch ein Schnitzel im Mund. Dann wohne ich eben in einem rußigen Kaminschacht. Na und? Früher habe ich pingelig darauf geachtet. Jetzt ist mir... Du sprichst, der seine Gummibären ohne Serviette isst. Ruß. Ich weiß selber, dass es hier dreckig ist. Na und? Ich liebe die Spinnenweben, den Staub und diese gammelige Substanz da in der Ecke. Ich habe sie gerade erst gekämmt. Ich würde hier nicht einmal Staub wischen, wenn du mir den Wedel direkt in die Hand drücktest. Du hast doch keinen Staubwedel, oder? Stopp! Ich will es gar nicht wissen. Okay. Du brauchst nicht so zu nuscheln. Seit Dr. Marcells Unfall können wir hier so viel Lärm machen, wie wir wollen. Er interessiert sich nicht mehr die Bohne dafür, was hier in der Anstalt vor sich geht. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt seiner Suche nach dieser Edna. Du brauchst gar nicht so knuscheln. Ja, also ich nehme an, die Person, die ihn bekleckert hat, war auch Edna. Weil aus dieser Anstalt ist mir ein Edna bricht aus. Ausgebrochen. Macht Sinn, klingt komisch, ist aber so. Du erinnerst mich irgendwie an eine Patientin, die wir mal hier hatten. Sie war ein bisschen größer als du. Und ich glaube, mich an zwei rote Hörner und einen Schwanz zu erinnern. Okay, in diesem Moment gehen wir wieder zum Wartungsraum. Ich weiß nie, auf welchem Bildschirm ich schauen soll. Tut mir leid. Oh, ein Staubwedel. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay, eine Käsescheibe. Schrägstrich eine Lochkarte. Ein Dosenöffner, an dem wir nicht kommen. Ein Kühlschrank. Aber da kommen wir überall nicht dran. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ungarisch. Was zur Hölle? Gehen wir zum Dach. Wusste ich doch, dass der da ist. Der Bienenmann. Hallo, lieber Bienenmann.
Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Dann sollten wir wieder runtergehen. Und unsere Käse-Lochkarte, wie auch immer. Oh, ich habe gegen das Mikro getreten. Ich habe gegen das Mikro getreten. Schlagt mich. Steinigt mich. Löchert mich. Moment. Ja. Käsekarte. So, jetzt kommen wir aber in den Staubwedel. Die Idee war gut. Aber Lillys. Jetzt können wir aber das Stuhlbein rausziehen. Und. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Okay, Staubwedel. Dosenöffner. Hm. Der Spitz. Aber Lil, was? Weißt ja, du sollst keine der Spitz. Also bis später. Können wir uns anschauen? Nee, wir können ihn uns nicht anschauen. Der Pizzaflyer. Ja. Den Kühlschrank. Grüner Brokkoli. Den nehmen wir mit. Rote Tomaten. Die nehmen wir mit. Gelbe Bananen. Die nehmen wir mit. Blaue Blaubeeren. Die nehmen wir auch mit. Kühlschrank zu, auf tot. Kreditkarte. Lochen. Ich weiß, wir dürfen es nicht. Aber was weißt du? Du sollst also lass bis spät. Ja. Telefon. Willkommen bei Spermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Anstaltsberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal ohne alles. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Dankeschön. Kann ich den Pizzaflyer mit dem Telefon nutzen? Zweimal am Tag Pizza zu bestellen. Nur Game Designer taten sowas. Zweimal am Tag Pizza zu bestellen schien Lilly sehr unangemessen. Nur Game Designer taten sowas. Ja, ich finde den Spruch gut. Aha. Spiel, ich bin verliebt. Okay, zum Überwachungsraum erstmal. Wir arbeiten uns jetzt nach links. Die Tür war fest verschlossen. Brokkoli mit Beinen, mach mir die Tür auf. Okay, Pizza. Die nehmen wir mal mit. Harvey. Was machte denn der Lustige? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. So, also, sag mal hier, Harvey. Überrascht mich wiederzusehen? Nö. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Also, Schnur. Woogie. Ist schön hier. Gefällt mir. Pfeife.
Drachen. Schwanz. Er hat Schwanz gesagt. Ja, tja. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Deine Mami ist zu schwach. Gut, schauen wir mal weiter. Gittertor. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Huhn. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Eine Feder würde reichen. Hast du jetzt die Feder genommen? Okay. Drachenschwanz. Lass das. Was ist los? Bist du etwa? Ja. Lass das. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, was mir das später bringt. Aber wir machen das Ganze einfach nochmal. Lass das! Und sind, glaube ich, wieder genau am Anfang angekommen. Was können wir denn sonst noch tun? Gittertor, Drache, Drachenschwanz. Drachenschwanz da. Okay, damit kann ich immer noch nichts tun. Nochmal mit dem Drachen. Okay. Oh, 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 oh. Drachenschwanz. Ja, ja, es wird schon. So. Jetzt Drache. Ja, du bist aber mutig, dass du dich... Siehst du nicht, hat man dir... Das wäre ja ein... Lilly. Gittertor. Dieser Schmerz. Du verflixte Göre. Schau doch, was du angerichtet hast. Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Oh, danke. Das war knapp. Ich... Oh, oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Yay. Wir wissen, was jetzt kommt. Oh, oh. Creepy Ruckler. Entschuldigung. Hölle! Gut, Phantom? Du sollst... Oh. Du sollst kleine Spitzen gegen... Gut so! Schön... Achso, Ah! Mein Auge! Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt.
Harvey? Nein, ich will nicht, ich wollte nicht, ich... So, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, an der Stelle war es das für... Moment. War es das für heute? War es das für heute? Yay! Wir sehen uns morgen wieder hier vor dem Gittertor. Yor, was geht ab? Yeah. Tschüss. Und so. Yay.